Okay. Jetzt. Also bei uns wird im Grunde genommen nach dem bezahlt, was die einzelnen Mitarbeiter machen. Aber ich habe vorhin gesagt, Ihre Zahl von 8,11 Euro, die stimmt mit Sicherheit nicht. Da können Sie jeden hier fragen, der von meinen Mitarbeitern hier im Saal ist. Nur zur Information. Okay. Die Leute schütteln alle hier den Kopf. Wenn, bleiben Sie sachlich, stellen Sie Ihre Fragen, was wir bezahlen. Und dann, wenn wir kein Problem damit haben, werden wir diese Zahlen Ihnen auch gerne zur Verfügung geben. Aber ich glaube, das hat auch nichts mit unserer Ansiedlung zu tun. Hier soll eigentlich nur... Ja, nein, hat nichts damit zu tun. Hier wollen Sie im Grunde genommen nur ablenken von dem, was eigentlich wichtig ist, nämlich, dass wir hier 500 Arbeitsplätze nach Hettesheim bringen, dass wir weitere, bitte? Eigene und dass wir weitere Arbeitsplätze für Subunternehmer und für Leih- und Leasingkräfte zur Verfügung stellen. Das ist, glaube ich, wesentlich. Und dass wir ein breites Spektrum an Ausbildungsplätzen haben. Und wenn ich zum Beispiel lese, um das auch noch zu sagen, wir hätten seit Anfang des Jahres keinen kaufmännischen Mitarbeiter mehr eingestellt, dann muss ich Ihnen auch klar sagen, wir haben welche eingestellt, wir mussten nur keine Werbung dafür machen, weil wir im Grunde genommen genügend Eigeninitiativen von Bewerbern hatten, die gerne zu uns gekommen sind. Dankeschön. Dankeschön. So, und jetzt...